Hallihallo meine Lieben, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge The Legend of Zelda Skyward Sword. Wir haben in der letzten Folge hier mit dem Trapo und dem Wassergefäß vom Wasserdrachen den Zugang ins Großheiligtum freigemacht und da gehen wir jetzt rein. Und das scheint verdammt heiß zu sein, obwohl Link ja diese Feuerohrringe anhat. Aber na gut, da müssen wir jetzt durch. So. Gibt's hier irgendwas? Scheint erstmal nicht so. Was bist du denn? Ah, so kommen wir also weiter. Nice. Und wie geht's hier jetzt weiter? Wir nehmen mal unseren Bogen. Zack. Hier können wir erstmal buddeln. Leere Flasche. Aber zumindest schon mal zwei Feen. So, ist hier auch noch was zum Buddeln? Nö. Da ist wieder so ein Ding. Da wird der mit der Kralle auslösen können. Machen wir das auch. Ah, die fährt. So, da kommen wir anscheinend erstmal noch nicht hin. Bogen, Bogen, Bogen. Zu früh gesprungen. Okay. Grundprinzip haben wir aber kapiert. So, dann wechseln wir diesmal gleich auf den Bogen. So, er ist weg. Nee. Und die haben wir auch weg. Zack. Der ist auch weg. Aha. Da haben wir doch die Kiste. Da wird mit Sicherheit ein Schlüssel drin sein. Nee. Können ja jetzt darüber wahrscheinlich. Bevor wir hier weitergehen. Oh, Pfeile. Au. Das war also alles. Oh. Endlich draußen. Es fällt dir ein, mich der zu erschrecken. Ich habe dich gerade für ein Monster gehalten. Es sind ja... Sind das Grabklauen, die du da trägst? Wer bist du und was treibst du hier? Na, wir suchen was. Ach ja, natürlich.
Was ich? Ich bin Goldo vom Stamme der Mogma. Die Mogma-Klauen, die du mit dir da herumträgst, sind meine Erfindung. Wow. Aber du siehst mal ein bisschen ahnungslos aus, nichts für ungut. Weißt du, was es mit diesem Ort hier auf sich hat? In dieser Ruine schlummert ein sagenhafter Schatz, aber kein einziger, der ihn suchte, hat diesen Ort lebend verlassen. Unzählige Schatzsucher haben für diesen Traum ihr Leben geopfert. Ich sage das nur so zur Info. Na, willst du immer noch gehen? Ja, aber volle Bude. Nun denn, lass mich dir von der Legende des Schatzes erzählen, die jeder ihr Mogma kennt. Es gibt da einen Schatz in ihr, den jeder Mogma zitieren kann. Bist du bereit? Am Eingang zum Schatz des Königs betrachten sich zwei Statuen. Spring in den Mund der schlafenden Statue, beweise deinen Mut und der Weg wird sich öffnen. Diese Weisheit solltest du dir merken. Mund der schlafenden Statue. Ehrlich gesagt, meine Männer suchen auch gerade nach dem Schatz. Wenn du einem von ihnen begegnest, kannst du ihn ruhiger fragen. Hey. Gut. Soweit, so gut. Uiui. Jetzt sieht das mal ganz schön groß aus. Vor allen Dingen so weit verzweigt. Komm her, ja. Haben wir auch beide. Nur ein paar Rubine. Zack. So. Hier geht es in zwei Richtungen. Wir gehen erstmal in die, weil hier ist eine Kiste. 20 Rubine. Nee, stopp. Gib mir mal die Pfeile. Ich glaube, wir brauchen hier vermehrt die Pfeile. So, was ist das denn? Ah, Fahrstuhlservice. Nice. Ich glaube, wir müssen hier hoch. Das ist jetzt natürlich lastend. Ich glaube, da hat er gerade Monsterschädel gedroppt. Der natürlich wieder nach unten gefallen ist. Knappe! Au! Rache. Müssen wir jetzt hier runter, oder? Zu. Eigentlich schlage ich von unten nach oben.
Ich wollte gerade sagen, ich müsste ihn eigentlich immer treffen. Okay, gehen wir einfach mal weiter. Hör doch hier, Flederbeißer. Da flog auch einer. Meins. Wo ist der Rest von euch? So, kommt er jetzt her? Waren das jetzt alle? So, das will ja nur mal gucken, was das hier mit der Statue auf sich hat. Erstmal können wir unseren Käfer, glaube ich, nehmen und hier reinfliegen. Und da gucken wir nämlich mal, ob wir da noch irgendwas drin finden. Sportkäfer! Wir bringen hier einfach mal. Dahin. Also nochmal. Hoch, 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 hoch. Also die würden hier nicht liegen, wenn wir nicht irgendwas damit in die Luft jagen müssten. Und das da sieht mir ein bisschen brüchig aus, deswegen mal da einfach mal gegen. Moment, der Fluss wird jetzt zäh tiefer. Das verstehe ich jetzt nicht. So. Richtig mit dem Pfeil tot. Jo. So. Dann müssen wir da oben wieder ran. Stellen wir da einfach mal drauf. Und dann müssen wir hier auf der anderen Seite wahrscheinlich wieder runter. In der Mangelung eines Schlüssels gehen wir erstmal durch die Tür. Was ist das nur? Das ist gut für meine verspannten Schultern. Was? Warum schaust du mich so an? Ey, nicht hinschauen. Ich kann das wirklich überhaupt nicht haben. Mach schon weg mit dir. Okay. So, was ist das denn? Kann ich das kaputt machen? Auf jeden Fall nicht so nah ran. Das ist ja
Magma-Zeug. Das funktioniert wirklich. Oh mein Gott. Wie soll man denn da drauf kommen? Hier wäre man wahrscheinlich drauf gekommen, weil man hier den Krug ausgepackt hätte. Nehmen wir erstmal den Schlüssel mit. So, hier einen Schlüssel. Das war ja irgendwie schon klar. So, können wir ihm hier schon irgendwie helfen? Nee. Das heißt, wir müssen erstmal zurück, nehme ich an. Nee, ist echt nur... Echt nur Rubinchen, ich meine. Oh, ein Eldinerz. Nice, nice. Du wachst ja eh nach. Oh, wenn das sich nicht mal lohnt. Zu weit gelaufen. Noch eine Fee. Komm Fee, heile mich. Geh doch. So, dann haben wir hier ein Trüschchen. Nochmal ein Zwacken. So. Da ist noch eine Truhe. Gucken wir mal, was uns hier erwartet. Ein Putzerhorn. Naja. So. Nee. Ich würde sie erst wieder haben. Können wir die nämlich darauf schleudern. Ah. War hier noch irgendwas? Nö, sieht erstmal nicht so aus, ne? Dann gehen wir halt weiter. Zack. Zack.
Oha. Oha. Ich glaub's. Moment. Das ist ja Magma, ne? Nee. Mach mal bitte. Da. Hopp. Nee. Also Grundprinzip habe ich glaube ich schon mal richtig. Dann gibst du mir wieder her. Was ist jetzt alles? Und so. Hey, wir gesehen, wie du die Ungeheuer eben fertig gemacht hast. Das war wirklich erste Sahne, Kleiner. Jetzt solltest du noch was Tolles tun und mich hier runterholen. Ich denke, du entspannst deine Schultern da so schön. Naja, wir hinterfragen das Ganze mal nicht. Aber als allererstes... haben wir hier mal... okay, jetzt wieder so ein Buddelloch. Achso, da war ein Hebel. Ah. Gib mir der Peitsche. Juhu, endlich in Freiheit. Ich weiß nicht, wer du bist, aber ich danke dir. Und jetzt sag bloß, du bist ebenfalls ein Schatzsucher, aber... wusste ich's doch. Was sollst du auch sonst hier? Die Legende der schlafenden Statuen. Aber was trägst du denn da für alte und unansehnliche Klauen? Warte mal. Gut, als Zeichen meiner Dankbarkeit werde ich für dich einen Griff in meine tolle Sammlung tun. Warte mal kurz. So, da wären wir. Keine Sorge, die sind nicht schmutzig. Waren ja auch die ganze Zeit in einer Truhe. Die sind etwas ganz Besonderes. Pass also gut auf sie auf. Zeit zu gehen, man sieht sich. Du hast die Magma-Klauen erhalten. Solche Grabklauen bekommen selbst Magma nur selten zu sehen. Mit ihnen kannst du dich sogar unter der Erde vorwärts bewegen. Halte Ausschau nach geeigneten Löchern. Okay, die Löcher haben wir schon gefunden. Das ist ja nicht das erste. Aber ich gehe mal davon aus, wir werden jetzt herausfinden, wie das Ganze funktioniert. Hey Kleiner, wie findest du die Klauen, die ich dir gegeben habe? Wenn du die Oberfläche sehen willst, musst du ZL drücken. Stand drücke um die Oberfläche ZL. So. Ja, das ist cool. Das gefällt mir. Können wir hier auch schneller krabbeln? Ja! Und da wo die Lichtkegel sind, ist also immer der Ein- und Ausgang. Cool! So. Wir haben ja schon herausgefunden, dass wir das hier beseitigen können.
Haben wir nämlich gleich wieder ein Loch. Oh. Hä? So, wir müssen von der anderen Seite wahrscheinlich dagegen paddeln. Jetzt haben wir irgendwas aufgemacht. Gehen wir mal wieder raus. So, hier ist auch noch was zum. Aber hier ist noch ein normales Loch. So. Das ist auch nur ein normales Loch. Gut, achso, den. Die Tür haben wir aufgemacht, oder? Haben wir hier schon? Müssen wir da noch hin? Ich glaube, da müssen wir noch hin. Aber da müssen wir beim nächsten Mal hin, würde ich sagen. Für heute soll es das gewesen sein. Vielen Dank fürs Einschalten. Dann machen wir beim nächsten Mal genau hier weiter. Habt noch einen schönen Tag. Haut rein. Bis dann. Tschüss.